Fuchs Finn. So läuft das jetzt hier. Paff, Rudi, so krass, dass ihm die Krone wegfliegt, ne? Weil ohne Rollen auch. So, heute hier so ein kurzes Add-on, ne? Krone kriegt ihr das deshalb trotzdem. Wir gucken mal einfach, ne? Wir machen noch irgendwie so 10, 15 Minuten oder so. Was ich sehr, sehr mag ist... Ich bin Drachen. Eben, du bist Drachenlord und das ist eins meiner Lieblingsvideos von dir. Weil man da irgendwie so... Wie du da reinkommst, das ist einfach utopisch. Metal Leute, servus. So, für die, die mich nicht kennen, ich bin Drachengames. Oh Gott! Ja, hast du schon Autogrammkarten oder kann ich mir die irgendwo holen? Wo kann ich mich für deinen Content bedanken? Jetzt mal ernsthaft. Für die, die mich kennen, kennen meinen Kanal, klar. Ich hab das in dem ersten Video schon, also wie in so einem Crackhaus oder sowas, wo du gerade wach wirst. Ne? Und stell dir vor, dann steht auf einmal neben dir einer so mit so einer Kamera. Ich bin der Drachenlord, ich mache jetzt weiter Content. Ich wollte nur sagen, ich habe jetzt länger nichts aufgenommen, das tut mir auch vollkommen leid. Ich habe mich jetzt in den letzten 2-3 Wochen in Dragonica verloren. Mehr oder minder. Also ich war fast jeden Tag 6 oder 7 Stunden in Dragonica. Die restlichen Stunden habe ich halt privat irgendwas gemacht noch. Oder habe geschlafen. Muss ich auch nicht mehr machen. Also war eigentlich fast jeden wachen Moment in Dragonica. So 10, 12 Stunden mal. Ja, geh mal weiter schlafen, ne? Aber gib dir nicht zu viel Mühe mit deinem Content. Utopisch halt einfach, wie er da auf Hartz IV Money wartet. So, hier haben wir irgendwie ein 5-Minuten-Ding. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Aufnahme läuft auf jeden Fall, ne? Geguckt wird beim liebevollen Rendern hochladen. Ehre geht raus und ab. Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Ach, apropos Spacken. Moment. Spackenmäßig gehen wir nochmal zurück, weil auch da Liebe zum Detail. Können wir gerade die Kamera anmachen? Paff! Bruder, interaktiv. Guckt euch das an. Unfassbar, oder? Unfassbar. Es ist... Hallo, jetzt... Den Kopf musst du so ein bisschen nach oben dann noch. Ja, perfekt. So, Daumen hoch dafür, ne? Danke. Auch wenn es nur ein kurzes Video ist, aber es hilft. So, wir gehen auch direkt weiter. Wo war das hier, ne? Oder der hier? Ne, es ist alles so viel Drachenlord, nur Drachenlord. So, hier. Mann, der hat echt das dumme Fantasie, der Kerl. So ein Quatsch. Ach, so ein Bullshit. Oh Mann. Alexa, schalte das Studio an. Oh Mann. Oh Mann, ne? Ist wieder ein Qualitätsstream, der da anscheinend gesehen wird. Oh Mann. Uran High School Host Club. Ach so, er hat sich dabei wieder gefilmt, wie er irgendein Anime guckt, ne, wo es wahrscheinlich wieder um irgendwelche Kinder geht, die irgendwelche ersten Erfahrungen sammeln. Weiß das. Oh Mann. Nein, noch einmal zum 1000. Mal zum Mitschreiben. Echt, jetzt wird man nicht, der Lord guckt sich gerade in Ruhe sein Anime an, ja? Dann, wenn ihr dann fragt, was das ist, jetzt zum 1000. Mal, das ist Gottes Willen, der Lord hätte gerne Respekt dafür, dass er da so freundlich ist. Das Ganze heißt Uran High School Host Club. Oh Mann, ey. Muss ich mal schauen, interessiert euch das? Ich würde nämlich gerne mal ein Anime... Mich interessiert, zu welchem Friseur du gegangen bist, wenn ich ehrlich bin. Ja, Lel, eben zu Winklers Eskapaden wahrscheinlich. Gott, wie du aussiehst. Warum... Nein, auch wenn du das machen würdest, es interessiert keinen, ne? Dein Anime-Geschmack ist ja halt eh eine Randgruppe an Leuten und das ist auch zum Teil gut so. Aber selbst wenn du es aufarbeiten würdest als Content, will es keiner sehen. Ich würde gerne auf dem Hauptkanal mal ein Video machen zum Thema meine Lieblings-Anime-Figuren. Ja eben,
Namenlos hat das nicht so gern, wenn du die Arme da hebst und sie da sitzt. Deshalb setzt sie sich hier mal ein Stück weiter am Zarensofa hin. In Animes. Ich weiß nicht, ob euch sowas mal interessiert. Und es würde mich mal interessieren eigentlich. Weil es gibt... Ja, eben, ne? Auch da könnt ihr wieder mal Content machen. Es gibt viele interessante Charaktere in Animes. Und das sind teilweise gar nicht die Haupt... Meine Lieblings-Anime-Figuren sind zum Teil nicht einmal die Hauptfiguren. Das kann man auch freundlicher ausdrücken. Mach mal bis zum nächsten. Das wird er wahrscheinlich vorgelesen haben, ne? Echt? Ja, immer. Mach mal Video. Ja, es gibt halt hier zum Beispiel im Odan High School, das was ich jetzt gerade gucke, da ist zum Beispiel mein absoluter Lieblingscharakter, der... Jetzt habe ich den Namen vergessen, bin ich jetzt beknackt. Auf jeden Fall ist es nicht die Hauptfigur. Ja, ist nicht die Hauptfigur, ne? Aber er kennt den Charakternamen nicht. Aber es ist sein Lieblingscharakter. Und das ist in den meisten Anime tatsächlich der Fall, weil meine Lieblingsfigur ist tatsächlich meistens nicht die Hauptfigur, sondern meistens eine Nebenfigur, die öfter vorkommt. Interessant. Oh Mann. Das finde ich extrem süß, dass sie das in wie sie das in Japan machen. Mit diesen kleinen Hausschweinen. Warum rutscht der immer auf Bananenschalen aus? Wo kam die Bananenschale her, Mann? Ah, ja, die Tunde von Vater. Oh Mann. Richtig dumm. Ob Rainer Winkler die Person ist, die bei South Park da sitzt und irgendwie... Warum stirbt denn immer Kenny am Ende? Was soll das? Irgendwie, ja, weil es halt gerade der Witz darin ist. Aber wirklich das sitzt. Ich sag ja, muss ja manchmal wunderschön sein, aus Rainer Winklers Augen die Welt zu sehen. Wo du auch sagst, ne? Du bist der perfekte Influencer, siehst einfach top heiß aus und die Welt liebt dich und das muss schon schön sein. Weil du halt auch nicht so. Du hast ja keine Sorgen. Du hast ja. Gestern hast du ja schon vergessen, weil du gar nicht in der Lage bist, dir das zu merken. Und morgen hast du auch keine Sorgen, weil du lebst ja so in den Tag hinein und weißt ja gar nicht, was passiert. Da hast du ja gar nicht die Möglichkeit. Das muss schon zum Teil schön sein. Früh gegen die Wand geklatscht. Man kann sich auch mit 30 über solche kindischen Sachen freuen, wenn man ein Mensch ist mit Gefühlen, Emotionen und Sachen lustig findet. Wenn man... Eben, man kann auch mit 34 einfach schlafende Frauen betatschen, ne? Wenn man nur so gut erzogen ist und so viel Respekt erlangt hat im Internet wie du. Danke dafür. Humor besitzt. Auf genau diese Art und Weise kann man solche Sachen immer noch lustig finden und sich drüber freuen. Und nebenbei bemerkt, wenn ich keine so Frohnatur wäre, wie ich nun mal bin, und dass ich über die kleinsten Kleinigkeiten mich freuen kann, Wenn ich mich darüber nicht freuen könnte, dann würde ich wegen euch Vollidioten schon lange kein YouTube mehr machen können und hätte mich wahrscheinlich schon lange umgebracht. Also solltest du lieber froh darüber sein, dass du überhaupt noch da sein kannst, mich haten und mich verarschen kannst. Weil eben, sei mal froh, dass der Lad deine Zeit verschönert, indem er schon wieder sagt, du kannst froh sein, dass er sich nicht umgebracht hat. Also schick mal in Form von Geld ein bisschen Respekt rüber, meint er damit. Im Gegensatz zu dir, ich mich über die kleinsten Kleinigkeiten... Ronny sagt, Fuchs hat South Park das letzte Mal gesehen, wo es D-Mark gab. Ja, DM ist, natürlich heißt es D-Mark, Ronny, das brauchst du nicht auszuschreiben, das verstehe ich schon, ne? Was soll es sonst heißen? Drogeriemarkt oder was? Natürlich heißt es Deutsche Mark. Ich habe tatsächlich auch nur so die ersten 2-3 Staffeln oder sowas maximal auch gesehen, dann war das Thema auch rum, ne? Das war am Anfang mal ein bisschen funny, aber ja, ist dann schon so ein bisschen zu einfach für mich. Aber ja, das war halt auch neu oder sowas. Aber jetzt, gibt's das überhaupt noch South Park? Keine Ahnung. Kleinigkeiten auf dieser Welt freuen kann. Das war schon immer meine Gabe und das wird auch immer so, bleiben. Kleinigkeiten auf dieser Welt freuen kann und mich verarschen kannst, weil im Gegensatz zu dir, ich mich über die kleinsten Kleinigkeiten auf dieser Welt freuen kann. Das war schon immer meine Gabe und das wird auch immer so... Ich bin der Meinung, du hast ganz andere Gaben, ne? Dass du dich über Kleinigkeiten freuen kannst, ich weiß nicht. Doch immer so bleiben. Und ich bin sehr froh drüber. Clubchef. Ach, Mann. Oh, Mann. Was ein Leben, ne? Guckt da seine Sendung da und wird mit Geld beworfen und beleidigt dann noch die Leute im Internet.
Ach, das ist die Folge. Nee, bloß nicht. Die habe ich auch gerade aufgemacht, ne? Ja. Ja, übel, ne? Wie so ein Vierjähriger, der das jetzt. Ja, was lustiger. Total, weiß ich nicht. Was ist denn nicht in Ordnung mit dir? Hast du jetzt da die Kekse gefunden und bist jetzt manisch oder was? Geht's dir gut namenlos? Ach, guck, da fliegt der arme Vogel direkt weg, weil er Angst hatte. Ach, scheiße. Ja, kommt schon mir. Kommt schon mir. Ja, guck mal hier. Brauchst keine Angst zu haben, wenn der komische Mann sich mit der Frisur da hinsetzt. Bist ja bei mir jetzt. Leute, ich werde noch mal kurz offline gehen. Wir werden gleich, ich habe gerade keinen Bock auf die Folge. Wir werden gleich noch ein bisschen was zocken. Ich werde mal kurz offline gehen, ein bisschen was umstellen und dann übers OBS streamen. Also das hört sich ja eh nach einem krassen Plan an, so generell. Ne? Das ist krass. Hat er sich da eine Serie angeguckt und gleich wird noch was gezockt. Junge, so könnte ich mir das auch vorstellen. Sagen wir mal so, gibt mir vielleicht 15 Minuten ungefähr. Alles in allem. Bis gleich. Ja. Wahrscheinlich zum Dragon Monday, ne? Ja, sehr lustig, war sehr kurz, aber haben wir das auch abgehakt. Paff, Bruder. So, ist jetzt halt nur liebevolle 12 Minuten, aber wir haben ja gesagt, wir machen nur was Kurzes, ne? Dafür danke an YouTube, ne, dass ihr trotzdem geliked habt und das so supportet, ne? Mädel auf, Freunde. Erstmal für die Kanalabonnenten. Tschüss.